Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Dips, und heute geht's weiter mit The Escapist. Ja, ich lasse hier mal schon mal loslaufen den ganzen Tag, und ja, noch ist Nachtruhe. Zuletzt, ja, was haben wir zuletzt gemacht? Ich glaube, wir haben zuletzt so ein bisschen gefailt, auf jeden Fall. Wir wurden hin und wieder mal erwischt und sind in Einzelhaft gekommen. Ja, ich habe die Tage dann immer neu geladen, weil es halt einfacher ist für mich. Und ja, jetzt wollen wir mal gucken, ne, wie geht's hier weiter? Schraubendreher, Schlagstock, Brecheisen. Das Brecheisen brauchen wir, das kaufe ich auf jeden Fall mal. Was hat der gute Shelby am Start? Shelby hat einen Schlagstock, Schlaftabletten, Talbuk, Talkumpuder. Okay, da weiß ich noch nicht, wofür es ist, aber das Crafting-Rezept nehme ich auf jeden Fall mal mit. Und was wollen wir mal lernen? Wir brauchen für eine brüchige Spitzhacke Brecheisen, improvisierter Griff. Und Klebeband. Genau, das will ich auch bauen. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal gemacht in irgendeiner Folge. Und das wurde uns dann allerdings wieder weggenommen, weil wir halt erwischt worden sind. Das war die Folge, wo wir, jetzt muss ich immer ganz kurz aufpassen, wer hier untersucht wird. Ich hoffe, das sind nicht wir. Nee, sieht nicht so aus. Und ja, was wollte ich sagen? Genau, da wurden wir erwischt, weil wir oben diesen Deckel nicht wieder zugemacht haben. Und dann war wohl einer, ja, an unserer Zelle vorbeigegangen ist und das dann mitbekommen hat, dass wir da wohl oben irgendwie, ja, rummachen, rumspielen oder was auch immer. Und so, jetzt geht's erstmal zum Frühstück. Einbrecheisen haben wir schon mal. Wir brauchen auch noch Pfeilen, hätte ich ganz gerne. Was mache ich hier? Jetzt bin ich da einmal rübergelaufen, okay. Das geht also auch. Ja, genau, hatten wir schon geguckt. Setzen wir uns hier erstmal hin, wo ist der gute Levi? Mir ist auch übrigens eine richtig gute Idee gekommen. Wenn man den Job von jemandem haben will oder haben möchte, dann muss man den ja von der Arbeit abhalten, ne? Und ich habe mir gedacht, wir sind ja zuletzt, ja, wie gesagt, ein paar Mal erwischt worden. Und es wäre doch vielleicht ganz schlau, wenn wir irgendwem irgendwie was Verbotenes unterschieben und ja, damit dafür sorgen, dass er halt in Untersuchungshaft für 2, 3 Tage kommt oder so, oder in diese komische Einzelhaftzelle da. Und ja, dann quasi nicht zur Arbeit gehen kann. So könnte man sich, denke ich, ganz gut den Job sichern. Ich will hier nochmal ganz kurz gucken, was gibt es hier eigentlich nochmal für Jobs. Es gibt den Hausmeister, ich weiß nicht, was der macht. Dann gibt es den Koch, den Briefträger, das macht Shelby, und die Metallwerkstatt. Ich würde ganz gerne mal in die Metallwerkstatt. Ich will mal gucken, was es da so gibt. Genau, hier unten stand es ja noch, ne? Das kennt ihr wahrscheinlich noch. Tipp, keine freie Stelle. Mache eine, indem du deine Mitgefangene bei der Arbeit, indem du die Mitgefangenen bei der Arbeit unterbrichst. Ja, ich denke, das macht man, also der beste Weg wird wahrscheinlich wirklich sein, dass man denen irgendwie was unterschiebt. Und, ja, dann dafür sorgt, dass die halt irgendwie mal weggesperrt werden, ein paar Tage. Auf der anderen Seite könnte man natürlich auch mal schauen, wo der Luftschacht so hinführt. Vielleicht kommen wir dann auch in die Zelle und lassen dann einfach bei denen mal oben das Ding offen. Und, kriegen die so dann vielleicht? Ja, da hat er eine Kammklinge, okay. Gut, die lasse ich da jetzt aber auch erstmal liegen. Ah, die Werte latschen hier umher. Wer ist das da? Was haben wir hier? Zahnpasta, eine Postkarte, eine Batterie. Ups. Naja, so ein bisschen. Jetzt haben wir 10 Alarmierungen. Das sollte jetzt nicht so schlimm sein, wenn man uns da einmal dabei sieht. Zahnseide will ich mal mitnehmen. Haben wir davon schon welche? Muss ich gleich mal gucken. Habe ich nämlich auch was gesehen, was man sich bauen kann. Da kann man sich nämlich so ein, irgendwie so eine Schneideseide oder sowas bauen. Ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, wie es heißt auf Deutsch. Cutting Flues oder so heißt es. Das will ich auch mal ausprobieren. Ich weiß nicht genau, was man damit schneiden kann. Das müssen wir dann auch mal ausprobieren. Feuerzeug. Haben wir auch nichts, was man gebrauchen kann. Was ist hier oben noch am Start? Beim Henry. Der Henry hat ein Crafting-Rezept, das nehmen wir natürlich gerne mit. Und lernen wir auch gleich mal. Gefütterte Kriegsgefangenenbekleidung. Okay. Ich denke, diese Gefangenenbekleidung oder so, oder was man sich da mal bauen kann, das wird wahrscheinlich dazu da sein, dass man ein bisschen mehr Rüstung hat, ein bisschen mehr Leben, ein bisschen mehr, ja, aushält einfach. So, 2 Stück haben wir davon, 3 bräuchten wir. Aber wir haben hier noch Draht. Haben wir sonst noch irgendwas Schönes? Eine Kelle. Bettpuppe, das lassen wir da mal alles drin. Ach, wir haben noch hier, guck mal, wir haben noch hier 2 Pfeilen. Warte, am Überlegen, machen wir das jetzt mal schnell? Wir brauchen 2 Pfeilen und Klebeband dafür. Ich denke, das machen wir mal eben. Ich nehme mal hier das Klebeband, will ich haben. Wieso nimmt er das denn nicht?
Und wo ist das Gitter? Und kein Gitter mehr. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Wie macht man das denn nochmal? Hab schon wieder vergessen. Ich glaube, da machen wir das mal anders. Dann gehen wir hier mal hoch. Holen das noch. Wieso kann ich hier eigentlich nichts aufnehmen? Ah, jetzt. Da haben wir jetzt auch das Klebeband. Und dann nehme ich mir hier noch einen Schraubendreher mit. Inventar ist voll. Dann legen wir hier noch irgendwas hin. Das Brecheisen. Ja, Brecheisen. Was ist denn aktuell? Mittagessen. Okay, ich wollte jetzt auf jeden Fall mal ausprobieren. Klebeband und zweimal Pfeile. So, die sind alle ja eh noch beim Mittagessen. Sollte das jetzt hier eigentlich kein Problem geben. So, zweimal Pfeile. Und dann gehen wir das mal craften. Hier zweimal Pfeile. Einmal Klebeband bauen. Und jetzt haben wir da so einen brüchigen Schneider. Und der ist dafür da, dass wir... Okay, jetzt hier das Ding ganz schnell nochmal hingelegt. Runtergegangen. Genau, den Schraubendreher nicht vergessen. So. Und jetzt machen wir einmal das Gitter da davor. Und dann müssen wir uns ein neues Ding bauen. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Ich glaube, wir brauchen dafür... Jetzt habe ich jeden Schraubendreher noch in der Tasche. Mist. Damit kann ich da nicht durchgehen, ne? Muss ich ganz schnell nochmal zurück. Ich hoffe, ich schaffe meinen Job dann noch. So, die Zahnseide behalten wir einfach. Hatten wir beim letzten Mal auch mitbekommen, dass man hier durch diesen Metalldetektor nicht gehen darf, wenn man... Wenn man irgendwie verbotene Sachen dabei hat, dann meckert der immer, dann piepst er. Ja, das legen wir hier auch mal ab, ganz kurz. Und packen das jetzt hier rein. So, zack, jetzt 5. 6. Nehmen wir hier ein paar neue Sachen noch wieder raus. 4 Stück. 1, 2. Huch. So. Nochmal 2 saubere. Machen wir 3, 4. 1, 2, wie lange haben wir noch Zeit? Ich glaube noch eine halbe Stunde oder so. Dann müsste das Arbeitsdings auch schon wieder rum sein. Ich denke, 2 sollten reichen. Dann sollten wir unser Pensum eigentlich fertig haben. Hicks, ist er betrunken oder was? Ja, haben wir geschafft. Nehmen wir hier unser Zeug noch mit. So, ich war Auftragskiller, weißt du das? Nö. So, und in der Zwischenzeit lernen wir hier nochmal ein bisschen, denn diese Intelligenz ist natürlich wichtig, damit wir hier neue Sachen craften können und bessere Sachen craften können. Ich weiß gar nicht, was wir da haben. Können wir vielleicht mal einen Blick drauf werfen? 71, okay, das geht ja eigentlich ganz gut. Haben wir fast... Können wir fast alles bauen. Ich denke mal, so 100 ist ja das Maximum. Und das will ich ganz gerne auch mal erreichen. Wir können auch mal nach Aufträgen gucken, schauen, ob wir da noch irgendwie was haben. Was wir vielleicht noch einfach gemacht bekommen. Wie sieht's aus? Was haben wir jetzt hier? Na, auf die 80 würde ich ganz gerne noch kommen. Ob mir das noch gelingt. Jetzt ist eh Hofgang. 81, okay, das reicht dann. Dann gehen wir mal hier irgendwie trainieren und ja, hier einfach ein bisschen pumpen. Und Tagebuch, was haben wir hier noch? Entferne Würfel von Matthew. Matthew verprügeln. Entferne Fächer von Carter. Okay, das heißt, müssen wir eigentlich nur abwarten, bis die sich hier wieder mal untereinander ein bisschen prügeln. Dann müssen wir das nicht machen. Ah, da geht's schon los. Wer prügelt sich da? Henry und Shelby. Guck ich mal nach, was die haben. Der hat ein seidenes Taschentuch. Pfefferminzbonbons. Eine Socke. Nee, das bringt mir nichts. Sieht's hier aus? Pfefferminzbonbons, DVD und Besen. Ne, wüsste ich auch nicht, was man damit machen kann. Dann lassen wir das mal, bevor wir hier irgendwie Probleme mit den Wachen kriegen, dass sie das irgendwie sehen, dass wir da unsere Mitgefangenen beklauen. Oh, da unten der Officer Cameron war es, glaube ich. Geht da. Müsste da oben aufs Klo, ich bin zu müde. Gut, jetzt ist eh Duschen angesagt, dann können wir uns da jetzt ein bisschen ausruhen. Ich guck mal hier nochmal nach Quest. Officer Lewis hat vorhin mein Eigentum mitgehen lassen, Schlaftabletten. Ich will es wieder. Muss ich den dann verprügeln, ne? Ist auch blöd. Naja, sowas mache ich nicht. Das ist mir zu anstrengend. Ich glaube, die Wachen sind auch immer ziemlich stark. Officer Cameron glaubt, er hätte exklusiven Zugang zu meinem Schreibtisch. Schlag ihn für mich zusammen und ich bezahle nicht dafür. Nö. Gucken, kann man das ja eigentlich sehen, was die für eine Stärke haben? Ja, das geht eigentlich. Aber die haben halt immer eine Waffe, ne? Einen Schlagstock. Von daher wird das wahrscheinlich schwer. Hier unten sind noch die Verkäufer. Gucken wir mal, was die so haben. Da ist noch eine Pfeile. Brauchen wir noch eine Pfeile für irgendwas? Kann auf jeden Fall nicht schaden. Ich würde es fast ganz gerne mal mitnehmen, einfach. Ja, ich glaube, ich nehme sie einfach mal mit.
besser haben als brauchen. Da ist noch ein Brecheisen. Haben wir eins gekauft gehabt? Ich glaube, wir brauchen. Was brauchen wir denn? Für eine Axt brauchen wir eins. 75, so viel Geld haben wir auch eh nicht mehr. Draht, können wir mit Draht was anfangen? Aktuell auch nicht, oder? Wir könnten uns so einen Schraubendreher bauen, der so ein Batterieschraubendreher oder so, der hält dann irgendwie ein bisschen länger oder dreht die Dinger ein bisschen schneller ab, ich weiß es nicht genau. Huch, das wollte ich nicht. Ah, Luxusrolle Klopapier, die nehmen wir mit. Huch, ich habe doch nichts gemacht. Ich wollte auch nur ein bisschen Klopapier. Läuft der mir jetzt immer noch hinterher? Au. Wie kann man eigentlich sein Leben wieder auffüllen? Weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich durch Essen oder so. Latsch mir mal hinterher, ich hau jetzt ab. Dass der mich in Ruhe lässt. Gucken wir mal. Ich werde jetzt hier mal was essen. Und dann achten wir mal drauf, ob ich irgendwie Leben wieder kriege. Nee, das ist wohl nur für Gesundheit. Was haben wir hier noch so am Start? Ein Kamm und Zahnseide. Levi. Ich suche was. Seidenes Taschentuch. Besorgst du mir das? Ja, kann ich machen. Ich brauche etwas. Teddybär. Kannst du mir das besorgen? Ja. Hier was Neues? Nee. Ich weiß nicht genau, wann das immer geupdatet wird hier, wann man da neue Sachen findet. Ich glaube, es ist auf jeden Fall öfter als einmal am Tag. Gut, ich würde hier ganz gerne mal was ausprobieren. Ich würde hier ganz gerne mal so ein paar Messer mitnehmen. Ja, hier kann man ans Besteck ja rangehen. Löffel, Gabel. Ich nehme einfach mal hier so ein paar Messer mit. So zwei. Ja, und nehmen wir einfach mal zwei mit. Ich will damit mal was ausprobieren, was man damit so schneiden kann. Gut. Gut, wie sieht's aus? 19 Uhr, Abendfreizeit. Gehen wir mal ganz kurz zu unserer Zelle. Oh, da unten prügeln sie sich noch. Da warten wir noch mal kurz ab. Schauen wir mal, ob wir da was mitnehmen können. Ah, ich heb die immer hoch. Ich mache mal die falsche Taste. Kelle. Nee. Schon wieder. Stück Seife, brauchen wir alles nicht. Wir brauchen nochmal diesen Klebstoff, war es, glaube ich, ne? Damit wir uns da oben neues Gitter bauen können. Ansonsten ist das immer ein bisschen nervig. Okay, gehen wir hier mal gucken. Was haben wir noch? Da haben wir einen Schraubenzieher, Messer. Wir haben keinen Platz mehr. Wir brauchen unbedingt eine neue Ablagefläche. Das heißt, wir brauchen. Ich will mich hier hinten durchgraben, ne? Ich will mich hier hinten durchgraben. Geht das mit der. Kann man das machen? 6? Ne, das geht glaube ich nicht. Können wir. Ich leg hier mal irgendwie was hin. Irgendwie mal die Zahnseide oder so. Ah, ich heb das immer hoch. Nimm mal die Kelle. Und versuch mal mit der Kelle hier zu graben. Geht das? Kabelfernsehen? Ne, das geht auch nicht. Schade. Gut, dann würde ich sagen, packen wir die Kelle da wieder rein. Pfeile. Na, Pfeile lassen wir auch erstmal da bei uns. So, das legen wir einfach mal hier unten hin. Das wird uns schon keiner wegnehmen. Genauso wie den Kamm. Und ja, das Messer sollte uns auch keiner wegnehmen eigentlich. So, was haben wir hier noch? Ich würde da ganz gerne. Ich weiß nicht, will ich da die Sachen reinlegen? Wenn wir irgendwann mal untersucht werden, dann haben wir Probleme, ne? Dann behalte ich die mal lieber am Mann. Weil wenn ich zusammengeschlagen werde und mir die Sachen abgenommen werden, ist auch nicht so cool. Nun gut. Lassen wir es so. Was können wir noch machen? Hier unten prügeln sie sich ein bisschen. Liam hat was zu verkaufen. Aber nichts, was wir gebrauchen können, leider. Sonst, achso. Den kann man jetzt nicht kaufen, wenn er da K.O. geschlagen wurde. Ich gehe noch ein bisschen trainieren derweil. Oder hier mal ein bisschen laufen. Und dann überlegen wir uns, was können wir denn noch machen? Was können wir denn noch machen? Wie gesagt, ich will jetzt versuchen, wir haben ja die, haben wir noch Klebeband? Ich hoffe, wir haben noch Klebeband da oben liegen. Ich will versuchen, die Hacke zu bauen, ne, damit wir uns da durch unsere Zellenwand durchhauen können. Wir haben ja das Poster, hatten wir glaube ich auch schon, was wir dann davor hängen können. Das sollte also alles passen. Schon mal an einen Ausbruch gedacht, ja, habe ich schon. Ah, hier, was hast du zu verkaufen? Ach, Klebstoff zweimal. Einmal nehmen wir ihn mit. Und fürs zweite Mal reicht unser Geld leider nicht. Wir sind schon einmal Klebstoff, damit wir oben da das Ding wieder voll hängen können. Was hast du noch? Erste Hilfe, Schlaftabletten, Armbanduhr. Nee. Okay, wir hatten noch Quests. Was hatten wir da? Entferne Würfel. Owen will, dass Matthew verprügelst.
Ja, dann müssen wir das wahrscheinlich mal machen. Dann gehen wir den irgendwann mal verprügeln. Machen wir morgen, denke ich. Ich hoffe, ich behalte das im Kopf. Wenn wir nichts dabei haben, denn sonst, wenn wir erwischt werden, dann sind unsere Sachen nachher weg. Das will ich natürlich nicht. So. Daniel hat noch eine Quest. Nichts zu verkaufen. Ah, ich habe zu viele Gefallen. Gut, was hatten wir noch für Gefallen? Gib seidenes Taschentuch, gib Teddybär an Daniel. Gut. Entferne Fächer von Carter. Henry hat noch was zu verkaufen. Nee. Tag auch. Ich stelle mich mal hier so ein bisschen in die Reihe. Die Zellen von folgenden Idioten werden untersucht. Owen und Henry. Okay, sind wir außen vor wieder. Bitte nicht das Gras betreten. Mach ich einmal. Und jetzt? Passiert nichts. Passiert nichts. Hier drin hat man ein leichtes Leben. Wir erweitern unser Kabelfernsehangebot. Oh, los, Dips. Okay, jetzt haben sie doch was dagegen. Wenn man aufs Gras latscht. Gut. Dann schauen wir mal. Gehen wir mal hier ganz kurz die Bettpuppe. Ich muss mal ganz kurz hier hoch und mal gucken. Wir haben Klebeband. Wir haben... Fehlt noch irgendwas? Irgendwas fehlt, glaube ich, noch. Wir brauchen noch so ein Tool-Handle, glaube ich, oder? Ja. Genau, das müssen wir uns bauen aus Pfeile und Holz. Das heißt, wir haben im Grunde genommen alles. Ich packe mal die Bettpuppe hier rein. Nimm das Ding und gehe da jetzt mal hoch. Ich hoffe, wo ist mein Schraubendreher? Da. Zwei, einmal das Luftschachtgitter abschrauben. Ich hoffe, das reicht noch. Okay, das passt. Jetzt nehme ich mir schnell das Klebeband. Das Inventar ist voll. Klopapier. Okay, jetzt kommt jemand. Genau, die Brechstange noch. Zack. Schraubendreher, wie viel hat er noch? 40%. Okay, das passt. Das heißt, wir hängen das Ding jetzt da schnell davor. Jetzt habe ich das Holz vergessen. Ach, Mist. Mir kein Holz mehr. Komm, dann gehen wir nochmal ganz kurz aufschrauben. Kurz hoch. Inventar ist voll. Was brauchen wir denn gerade nicht? Klebstoff. Klebstoff, kurz hier reingepackt. So. Hochgegangen, Holz geholt. Ich crafte das jetzt hier oben schnell. Da haben wir das... Ach, Mist, falsch. Wir brauchen Holz nur. So. Und jetzt das, das und Klebeband. Nee, da passiert nichts. Wie war's denn? Holz. Brauchen wir doch das Ding. Genau, da haben wir jetzt die Axt. Gut, jetzt gehen wir hier... Wir haben den Schraubendreher noch, der hat noch 30%, damit müssten wir dann nochmal auf jeden Fall einmal noch durchkommen. Und dann werden wir mal jetzt anfangen hier zu graben. Haben wir das Poster? Da haben wir das Poster. Okay, da unten läuft gerade jemand lang. Gut, ich hoffe, wir kommen da durch. Mal gucken, wie viel das immer abbaut. Wir haben... Die Bettpuppe muss da natürlich auch raus dann. 64, wie viel hat das Ding noch? 68. Okay, wir müssen auf jeden Fall auch darauf achten, unsere Müdigkeit geht hoch, wenn wir hier solche Aktionen starten. Ich hoffe, wir kommen da durch. Ansonsten haben wir ein Problem. Wie viel hat er? 4%. Ja, jetzt müssen wir durchkommen. Genau, und dann können wir immer hier das Ding da vorstellen. Und dann auch hoffentlich wieder wegnehmen, ne? Genau so. Dann wieder 4, wieder davor stellen. Genau, und das verliert nämlich keine Haltbarkeit. Das ist nämlich recht praktisch. Gut. Die Mauer dürfen wir natürlich auch nicht haben. So, was dürfen wir denn hier noch nicht haben? Wir haben da noch eine Kelle. Packen wir da hinten schon mal so die Sachen rein, die wir nicht haben dürfen. Das ist dann nämlich auch das bessere Versteck auf jeden Fall. Gut. Gehen wir hier mal hin. Da, das Ding, Holz, Kelle, ja, die Mauer, einmal runtergegangen, das Poster wieder davor gehängt, so. Ich glaube, das machen wir nächste Nacht, dass wir hier den ganzen anderen Kram mal rausholen nochmal, weil wir sind eh schon ziemlich ausgepowert. Packen wir das Ding dahin. So, die Bettpuppe kommt auch dahin, oh, das hätte er fast gesehen, wa? So, den ganzen anderen Kram schmeißen wir jetzt hier rein. Ich hoffe, da ist noch genug Platz.
Naja, fast, das Messer können wir auch behalten. Und dann würde ich sagen, schlafen wir jetzt an der Stelle. Und ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es dann an Tag 11 geht. Ja, heute haben wir einiges geschafft, haben uns hinten durchgegraben, zweites Versteck gebaut. Und ich denke, wir kommen dem Ausbruch immer näher. Und ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.